So. Nee, 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 nicht dahin. Da will ich rein. Krass, so eine Wahl steht immer woanders. Wer kann schätzen? Ich glaube, das war Harald, ja. Ne? Nee, folgt mir. Der kann, glaube ich, ganz gut schätzen. Er hat auch fast Level up. Ja, er kann sehr gut schätzen. Ach Mist, du hast gar nichts. Schade. Da, 2315. Das ist doch schon eher was, womit wir arbeiten können. Sehr gut, danke. Da haben wir ein bisschen Geld gemacht. Richtig Geld, muss man sagen. Tolles Bild. Wirklich toll. Da weiß man gleich nicht, in welche Richtung man geht. Einen ordentlichen Waffenschmied gibt es ja auch nicht. Deswegen gehe ich einmal wieder raus. Hallo, lauf doch weiter. Da hält er einfach an. Gut, dass die aufgegeben haben. Die waren ein bisschen schneller als ich. Ich brauche ein paar Armbrustbolzen. Seid gegrüßt, eure Anwesenheit ehrt uns. Das ist die Karawane von oben. Ihr trefft auf eure Karawane, der Karawanführer versucht hektisch seine Arbeiter und seine Tiere zu beruhigen, als er euch sieht, kommt er zu euch. Die Männer, sie behaupten, sie hätten nie irgendwo unterschrieben. Sie arbeiten zusätzlich 500 Gold, sonst arbeiten sie nicht weiter. Den Arbeitern drohen, dass sie nie wieder arbeiten können, wenn sie nicht sofort weitermachen. Ich glaube, das muss am besten Tron sagen, ne? Ja, doch den hohen Einschüchternwert, oder? Nee, ich. Ich hab 14. Das hat geklappt. Schön. Na los, Trantüte! Aufschließen! Das ist auch wunderbar, wenn das klappt. So, betreten wir den Innenhof. Hier gibt's nämlich einen Händler. Eigentlich zwei. Ja. Und der Jacobi hier. Jetzt. Ist nämlich einer, der verkauft. Ja, wissen wir, was müssen wir so zur Aktion Erfolg gebrochen haben? Irgendwas auffällig? Ganz, ganz komisch. So. Gib mir. Du hast noch genug. Aber ich glaube, hier ging es auch irgendwo los. Genau, hier fehlen Bolzen. Du kriegst jetzt Bolzen. Soll nicht ausgehen, jedenfalls. Dann hatten wir... Hey, was ihr hört. Das wurde von YouTubes Content-ID aufgegriffen. Ganz lächerlich, finde ich. Von irgendeinem Schrott-Hip-Hop-Lied, muss man sagen. Oh, Schattenhaut wäre ja richtig gut, ne? Rüstung. Mit Zauberriese und alles. Aber es ist halt verdammt teuer. Deswegen muss ich jetzt mal gucken, ob wir irgendwas anderes haben. Unsichtbarkeitsring? 18.000. Aber ist nur ein Zauber unsichtbar. Alarmsteuern, Staffen. Drachenstein. Haufenweise Rezepte, aber nicht das, was man braucht eigentlich. Nee, also das ist nix.
Dann können wir jetzt wieder gehen. Das war jetzt nur die Initialzündung. Ich wollte nur, mir war wichtig, dass ich hier diese Bolzen kriege. Wie sieht's eigentlich bei mir aus? Oh, das geht noch. Ja. Wieso rennst du eigentlich hinterher? Du lahme Trantüte. So, ich wollte ja unterhalb von der Kreuzwegfeste gehen. Da war auch noch nicht so viel erkundet, muss man sagen, wie man hier so schön auf der Karte sieht. Da können wir mal so in den Schlammschlumpf-Sumpf rein. Da sind wir zwar nicht so unbedingt schnell, aber wir finden sowas. Ein seltsames Wehklagen erreicht eure Ohren. Okay. Ach, wir finden Alarmsteine. Cool, wir haben einen Alarmstein erhalten. Nice. Alarmsteine sind, nicht, dass ihr euch fragt, ich gehe übrigens wieder zurück zum Handeln. Habe ich vergessen. Alarmsteine sind zum Rasten da, wenn man irgendwo in einem Dungeon ist. Früher konnte man dort rasten, überall. Jetzt nicht mehr. Oh, hier kann man Bauholz super schön verkaufen. Und günstig Erz erwerben, das machen wir mal. Aber natürlich noch Speicher nebenbei, ne? Das ist ganz wichtig. Da ist ein Pier. Den schaue ich mir mal an. Der Pier von Hochfels, muss man auch dazu sagen. Okay, dem Spiel gefällt es nicht, dass ich da hingehe. Erstaunlich ruhig hier im Sumpf. War hier auch nicht, hier müsste, glaube ich, auch eine Stadt sein. Ich glaube, das ist die sogar. Westhafen entdeckt. Ihr nähert euch Westhafen. Es ist wenig mehr als ein paar Häuser mitten im Sumpf. Aber dennoch, meilenweit die einzige Spur der Zivilisation. Das war der Startpunkt von NWN. Und es sieht auch immer noch genauso aus. Es ist zerstört, weil zuletzt war Westhafen zerstört worden und na, wir ruckeln immer noch. Das ist übrigens immer noch die gleiche Musik, cool. Mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Außer Ruinen. Es kann auch sein, dass es einfach nur ein Ort ist wie Überlandkarte. Oh, die haben hier eine neue Befestigung aufgebaut. Karyl Nemorem. Kenne ich gar nicht. Mal gleich anfreunden hier. Stehen bleiben! Nennt euren Namen und euer Anliegen. Oh, Margoman ist gar nicht da. Tja. Reisende, die den Bedürftigen den Segen der Gottheit bringen. Benötigt ihr. Ein kleiner, nichtsnutziger Wicht soll uns daran hindern, in diesem Dorf zu betreten. Nicht nur ich, die ganze Stadt bewacht dieses Tor mit Magie und allem. Wenn ihr hier nichts zu suchen habt, dann hinfort. Ja, lass mal den. Sicherlich. Lass mal den Meister dran. Viel Glück. Nachher. Tut mir leid. Im Moment da.
Na los, Trantüte! Aufschließen! Ich glaube, ich habe verkackt. Ich lade mal. Ich hätte vielleicht rein können. Wäre ich nicht so flapsig. Gut. Ah, was ist? Stehen bleiben! Nennt euren Namen und euer Anliegen. Wie heißt dieses Dorf? Das ist die Stadt Westhafen, Reisender. Jetzt seid ihr dran. Name und Anliegen. Ein Freund der Natur, nur auf der Durchreise. Der Natur was? Wenn ihr sie so gut kennt, könnt ihr uns vielleicht helfen. Natürlich nur, wenn ihr interessiert seid. Willkommen in Westhafen. Ihr solltet mit Bürgermeister Bockmann reden. Er steht da drüben beim Übungsplatz. Danke, Omoja, dass du uns den Arsch gerettet hast. Sonst wären wir hier nicht reingekommen. Gleich direkt speichern. Oh, Westhafen. Aber schön, dass Westhafen wieder aufgebaut worden ist. Kirillanen, Kaye, Pitney Junior und Kühl. Ich weiß gar nicht, wie weit das zurückspielt. Das Laszlo. Gutfrau Aruna. Oho. Was haben die Plagen hier zu sagen? Seid ihr hier, um die Drachen zu verjagen? Was, ihr habt einen Drachen? Oh shit. Ja, wenn sie unmöglich sind, kann ich sie besiegen. Eure Waffen sehen gefährlich aus. Sind sie auch. Piu. Mama und Papa haben mir die Verantwortung übertragen. Da. Seht mal, ich bin auch ein Drache. Okay, Kinder, die Drachen spielen. Das ist beachtlich. Quirrell. Shedan Zinn. Hallo. Wie kann ich zu Diensten sein? Schon wieder ist eine nicht dabei. Bin nur auf der Durchreise. Nochmal hallo. Wie kann ich euch helfen? Sag mir, was ihr verkaufen habt. Müll, Müll. Bolzen aus Alchemistensilber? Die kenne ich nicht. Das ist bestimmt wieder so ein Spezialbolzen, der irgendwas verursacht. Die machen bestimmt irgendwie Sonderschaden oder dergleichen. Amulett der natürlichen Rüstung plus 2. Für 8000? Gut. Ja. Das wäre... Ja, was für uns? Ich kenne diesen Irrgarten. Folgt mir. Ja! Mir nach! Folgt mir! Ah, ich behalte das noch im Auge. Natürliche Rüstung ist potenziell interessant. Neue Gesichter, was? Ich bin Laszlo Bockmann, der Bürgermeister. Wenn Carol euch eingelassen hat, wollt ihr uns vermutlich helfen, stimmt's? Das kommt drauf an, was ist das für ein Job und wie viel wichtiger? Was gibt es für eine Belohnung? Ich kann nicht viel bieten, was bare Münze betrifft, aber ich habe etwas Besseres enterntet als Familienritz. Was? Ach, Erntemiet. Aber ich hätte etwas Besseres Erntemiet als Familienrezept. Würde an die ganze Schwertküste geliefert, bevor Westhafen das erste Mal abgebrannt ist. Dafür findet sich garantiert Käufer. Was den Job betrifft, zwei alte schwarze Drachen haben vor, Westhafen einzunehmen. Wir tun, was wir können, um uns auf den Angriff vorzubereiten. Und es ist verdammt gut, dass ihre Flügel zu alt zum Fliegen sind. Das heißt aber nicht, dass wir sie hier sicher sind. Das ist etwas merkwürdig. Normalerweise würden sich Drachen einfache Wanderer in den Sümpfen holen. Habt ihr eine Idee, warum es sie aus Westhafen abgesehen haben könnten? Ich bin mir sicher, dass ich es nicht weiß. Die Gedanken vom Drachen sind seltsam und unvorhersehbar. Aber sie haben es auf das Dorf abgesehen, soweit es sicher. Ich habe das Gefühl, dass ihr uns nicht alles sagt.
Nun, die Situation ist in letzter Zeit etwas komplizierter geworden. Unsere Magier Tamas, den kennen wir aus damals, seine Zauber haben unsere Mauern halten lassen. Doch er ist ausgezogen, um die Drachenhöhle zu erkunden und ist seit Tagen nicht zurückgekehrt. Zwei meiner besten Kämpfer sind in Suchungen gegangen und doch bisher nichts. Schön. Wer sagt das? Oh, ja. Schön. Wir helfen euch. Aber knausert hoffentlich nicht bei der Belohnung. Er ist der Gierige. Harald der Gierige. Gut, ich bin froh, das zu hören. Das Lager ist irgendwo im Sumpf. Ich denke, es ist ziemlich gut versteckt. Die Suche könnte also ein bisschen dauern. Bereitet euch besser vor. In der Zwischenzeit seid willkommen, euch umzusehen und es euch gemütlich zu machen. Ich helfe gern, wo ich kann. So, wir haben einen Drachenjagd vor uns. Sag diesem alten Mann bitte, er soll sich beeilen und gegen mich kämpfen. Hab noch einen guten Tag. Hab noch einen sag guten diesem Tag. Alten Mann, sag diesem alten Mann, sag diesem alten Mann, sag diesem, sag diesem alten Mann bitte, er soll sich beeilen. Sag diesem alten Mann. Neue Gesichter in Westhafen, das ist selten. Wenn ihr Vorräte oder Heilung benötigt, werde ich euch helfen, so gut ich kann. Und falls es keine Umstände macht, hätte ich noch eine Bitte. Wenn wir euch einen Gefallen tun, habt ihr besser eine Belohnung für uns. Macht euch deswegen keine Sorgen. Ich habe nicht viel, doch sicher etwas, das euch interessieren wird. Das Echsenvolk war mir auf den Fersen, als ich aus dem Wandermoor flüchtete. Ich verlor meinen Schal und sah, wie sie ihn aufhoben. Ihr könnt in Sümpfen auf Echsenvolk stoßen. Meine Bitte mag seltsam klingen, doch könntet ihr mir den Schal bringen, wenn ihr ihn findet? Klein, handgewebt, etwas abgetragen? Ihr würdet ihn sicher erkennen. Es ist ein HSV-Logo drauf. Okay. Warum nicht? Für HSV tun wir doch alles. So, beste Mannschaft ever. Vielleicht behalten wir, was bist du für ein Arschloch? Ein Fetzen? Naja, gut. Ich habe keine Lust, einer alten Frau ihre Decke zu bringen, aber meinetwegen, wir halten die Augen offen. Danke, Reisende, es würde mich wirklich viel bedeuten. Kann ich sonst noch etwas tun? Heilung brauchen wir nicht. Vorräte? Schätzen ungünstig. Schön, dass ihr auch noch alle hinterher kommt. Du hast... Oh, heile Taschen. Hast du auch auferstehende Münzen? Oh ja, heile Taschen ist gar nicht so schlecht. Ein paar Dreier kann ich gebrauchen. Einfach eine Notverheilung, wenn die Leute wieder liegen bleiben. Dann können wir mal ein ganzes Stack mitnehmen. Geld spielt da keine Rolle. Wichtig ist dann halt, dass wir es haben. So, gut. Ich denke mal, das Echsenvolk ist in die Richtung. Schauen wir uns auf jeden Fall an. Die Session ist leider schon vorbei. Quarrel hatten wir schon, ne? Nee, Quarrel hatten wir noch nicht. Aber ich glaube, der hat nichts zu sagen. Er ist nicht blau. Faszinierend. Ja, ich glaube, ich verstehe. Das ist die gleiche Stimme wie sonst anderen auch. Es gab ja auch noch einen, der exzellenter Bogenschütze war. Frenja Sumpf geboren. Oh, hallo. Ich nehme an, ihr habt mit meinem Vater gesprochen. Kommt drauf an, ist er der Kerl in dem roten Hemd da drüben? Oh, Entschuldigung. Ich habe ganz vergessen, mein Name ist Jan Bockmann. Mein Vater ist hier drüben. Da. Guck mal, hinter dir. Laszlo Bockmann, der Bürgermeister.
Bestimmt denkt ihr, das wäre toll, was? Oh ja, mein Vater hat so viel für diese Stadt getan. Er hat viele gefährliche Dinge erlebt. Sein Leben riskiert, Geschäfte für unsere Sicherheit abgeschlossen. Ich möchte seinem Beispiel folgen. Geschäfte für unsere Sicherheit? Was meint er für Geschäfte? Geschäfte. Sagte ich Geschäfte? Da ist meine Fantasie mit mir durchgegangen. Meister Tamas sagt, ich hätte eine wilde Fantasie. Genau wie mein Freund Shadan. Ihr werdet Meister Tamas finden, nicht wahr? Ihr wirkt etwas nervös. Verbergt ihr etwas? Ich war nur zu aufgeregt. Das ist alles. Hab mich versprochen. Ich wollte... Mein Vater ist ein großer Mann und ich weiß, dass er alles zum Schutz des Dorfes tun würde. Sagen. Jetzt muss ich mich zu meinen Studien zurückziehen. Ich will Meister Tamas bei seiner Rückkehr nicht enttäuschen. Richtig. Natürlich nicht. Okay. Das Objekt ist beschäftigt. Das Objekt. Frauen werden hier als Objekte betrachtet. Das ist echt unschön. Kann ich nicht gut heißen. Oh, ist die Musik geil. Und da, guck mal, das alte Haus von Tamas im wahrsten Sinne. Abgebrannt bis auf die Ziegeln, die nicht da sind. Tja. Ist aber verhältnismäßig wenig hier. Aber ist schön, mal hier hinzukommen. Tja, aber ich würde sagen, das gehen wir beim nächsten Mal an. Zwei neue Quests, einmal Drachen und einmal ein Schal, den wir finden müssen. Also wenn wir irgendwo Echsenmenschen finden. Würde mich auch nicht wundern, wenn die Drachen mit Echsenmenschen im Bunde stehen. Gut. Ja, das war eine recht kurze Session. Tja, eigentlich wollte ich länger machen, aber warum nicht? Ah, Level up. Sicher nicht. In Ordnung. Bald klingelt's wieder. Ja. Ich zeige euch, wie es geht. Ja? Was? Na, Zauber müssen wir vielleicht auch nochmal überdenken. Gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.